Hallo Freunde des ungehemmten Egoismus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder zu einer weiteren Reaction. Heute reagieren wir auf den Tagesschau Zukunftspodcast, mal angenommen. In der Folge, auf die wir reagieren, geht es um keine Steuern mehr. Was dann? Und dass da Steuern natürlich Raub sind, ist es natürlich eine sehr interessante Frage und deswegen wollen wir darauf mal reagieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Ja, gerne. Mal angenommen, wir schaffen die Steuern ab. Kein Geld mehr an den Staat, mehr für uns, aber ist das gerecht? Ja. Aber hallo, ist das gerecht? Ich bin Torben Ostermann. Und ich bin Gabor Hallas. Hallo aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Bei uns geht's um die Zukunft alle zwei Wochen im Podcast. Genau, und diese Woche um eine Zukunft ohne Steuern. Das ist die Idee, die wir heute mal durchspielen wollen. Ja, Steuern klingt ziemlich fies, nach Finanzamt, nach grauen Formularen, nach dicken Büchern mit irgendwelchen Regeln, die eh keiner versteht. Ja, zu der Gruppe, die da nicht viel versteht, zähle ich mich ehrlicherweise auch. Also man sieht es natürlich immer am Monatsende, da wird eine Menge Geld vom Gehalt abgezogen. Also das sind die Steuern, aber auch noch andere Dinge wie die Arbeitslosen- und Krankenversicherung. Also ne, der Staat nimmt einem halt echt enorm viel weg. Und ich meine, das ist ja auch noch nicht alles. Ne? Also da zählt ja auch noch dazu, das, was man... Also dass eben die indirekten Steuern, die man zahlt, eine Mehrwertsteuern etc., wo man eben nicht direkt damit involviert ist. Also es ist schon enorm viel, was man in Deutschland an Steuern zahlt. Ja, man muss sich vor Augen halten, also Staatsquote ist ungefähr um die 50%. Und die Belastung durch die Steuern, die ist ja nicht einheitlich. Das heißt, die, die wirklich produktiv sind, die werden ja höher besteuert als jetzt jemand, der ja, arbeitslos ist oder Rentner ist. Und auf die Weise kommt man schnell auf effektive Steuerlasten weit über 50%. Ja. Naja, und dann gibt es noch Steuern, die wir alle beim Einkaufen zahlen. Auf jedes Brötchen sind es ein paar Cent, nennt sich Mehrwertsteuer. Dann gibt es die Steuer aufs Auto, ja sogar für den Hund. Also alles ziemlich kompliziert. Wir wollen es natürlich nicht so kompliziert machen, schauen heute vor allem auf die Einkommenssteuer oder Lohnsteuer, also das, was jeden Monat vom Gehalt abgezogen wird. Wenn Steuern abgeschafft werden würden, bedeutet das vielleicht oder wahrscheinlich, dass wir mehr Geld haben im Portemonnaie am Ende des Monats. Das klingt ja erstmal nicht so schlecht. Wenn das so kommt, dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft so anhören. Jeder Deutsche hat ab heute deutlich mehr Geld in der Tasche, denn die Bundesregierung hat die Einkommenssteuer abgeschafft. Enorm basiert, ja. Enorm basiert. Ich will das wirklich mal hören. Das wäre die beste Tagesschau-Sendung, die es je gegeben hätte. Ein bisschen schade, dass sie es auf die Einkommensteuer eingrenzen. Das macht das alles, also im Endeffekt, wenn man sich das weiter anhört, meint sie schon, die Steuern komplett abzuschaffen, weil man könnte auch den Staatshaushalt durch die indirekten Steuern locker decken, wenn man alles, was nicht wirklich existenznotwendig ist, abschaffen würde. Aber die gehen in der weiteren Diskussion sehr viel weiter. Laut Bundesfinanzminister sollen die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden, was sie mit ihrem Geld anfangen. Sie müssen in Zukunft auch allein für ihre Ausbildung oder den Rettungsdienst zahlen. Auch die Kinderbetreuung wird deutlich teurer. Okay, also mehr Geld auf dem Konto, aber vieles wird teurer. Da ist ja die spannende Frage, habe ich dann am Ende mehr? Und es klingt irgendwie so, Torben, als müssten wir heute viel rechnen. Ja, die Grundidee ist tatsächlich, dass dann jeder und jede für sich selbst verantwortlich ist. Es gibt Leute, die nennen dieses Modell Anarchokapitalismus, also die absolute Freiheit des Marktes. Der Staat, der spielt in dieser Welt nur eine ganz kleine Rolle. Also die absolute Freiheit des Marktes, ne, es ist ja nicht nur, dass der Markt dann frei ist, sondern es geht ja auch vor allem darum, dass eben die Menschen frei sind und eben ja auch eben zivilgesellschaftlich was auch immer machen dürfen, was eben nicht die Eigentumsrechte und so weiter von anderen Personen verletzt. Also nur als kurze Erwähnung. Ja, das ist halt die Frage, was wir jetzt diskutieren, weil Anarchokapitalismus als Ganzes ist deutlich mehr als nur die Steuern abzuschaffen. Das werden ja dann auch alle Regulierungen, die es so gibt, die dann wegfallen würden. Und das geht wahrscheinlich über den Scope der Sendung hinaus. Ja, aber ja, sollte nur mal erwähnt sein. Die, die das gut finden, bezeichnen sich als Libertäre. In Argentinien hat jetzt sogar einer von denen die Wahl gewonnen. Der heißt Javier Milei, ist seit einem halben Jahr Präsident. Und der will so wenig Staat wie möglich. Das lässt sich jetzt mal platt mit dem Satz zusammen. Er ist enorm based, ja. Umfassen, Steuern sind Raub. Und
Junge, dass das in einer ÖRR-Sendung kommt, ist echt enorm selten, diese Aussage, ja. Wir sind weit gekommen. Ich glaube, so vor 10 Jahren oder so, sagen wir, hätte das kein Wort, kein Mensch im ÖRR gesagt, ja. Und das hätte es doch niemand gekannt. Ja, also es ist echt, also der Libertarismus ist halt echt so enorm explodiert letztendlich. Ich meine, auch jetzt mit Javier Milei und auch davor schon. Also es ist größer, als er jemals gewesen ist, der Libertarismus. Du, Torben, hast jemanden gesprochen, der das genauso sieht. Genau, und der heißt Christoph Heuermann, der ist 33 Jahre alt und Unternehmer und hat sich in den letzten 10 Jahren ungefähr eine relativ große Community aufgebaut. Der berät Menschen, schreibt Bücher über das Thema und geht sehr, sehr weit, um möglichst wenig Steuern zu bezahlen. Ich bezeichne mich selbst als staatenlos. Das heißt nicht, dass ich kein Staatsbürger eines Staates mehr bin, sondern dass ich mich mental vom Staat loslöse. Okay, also er denkt wohl, dass der Staat irgendwie böse ist, höre ich raus, und will sich mental vom Staat lösen. Was meint er denn da? Naja, im Grunde meint er, dass er sich nicht vom Staat in sein Leben reinpfuschen lassen möchte. Also Christoph Heuermann bezeichnet sich auch als Anarchokapitalist und hat interessanterweise aber Staats- und Verwaltungswissenschaften studiert, also kennt sich gut aus mit dem Staat und mit der Verwaltung. Aber und eben deswegen ist er ja Anarchokapitalist, ja. Ne? Also man kann ihm bzw. den Libertären generell nicht vorwerfen, wir würden uns nicht damit beschäftigen oder nur oberflächlich damit beschäftigen. Know your enemy. Jetzt reist er seit über 10 Jahren durch die Welt und behauptet sogar, alle Länder der Welt bereist zu haben. Oh, das wären, wenn ich jetzt richtig informiert bin, so um die 200. Also viel Aufwand und muss man sich natürlich auch leisten können. Ja, absolut. Also so zu leben kostet natürlich auch Geld. Das war ein wirklich langfristiges Projekt von ihm. Und er hat da auch, glaube ich, eine Art Blog darüber geführt. Und ich habe das nur am Rande mitverfolgt. Aber ich meine, es stimmt, dass er das wirklich jedes Land bereist hat und auch viele staatenlosen Territorien. Ja, das war jetzt auch nichts Einfaches. Das hat, glaube ich, mehrere Jahrzehnte dafür gebraucht. Also für Flüge, für Übernachtungen, für Hotels oder für Apartments. Hm. Aber für ihn scheint das Ganze irgendwie aufzugehen. Also sein Ziel ist, durch permanentes Reisen möglichst wenig Steuern zu bezahlen und am Ende dadurch wohlhabend zu werden. Für mich ist tatsächlich Steuern zu zahlen asozial, weil wir damit unsere urmenschliche Verantwortung, die wir für unsere Mitmenschen haben, wegdelegieren an eine höhere Instanz, die besser entscheiden können, wem welches Geld tatsächlich zusteht. Das ist in meinen Augen aber ein großer Fehler. Es ist eine heftige Aussage, Steuern zu zahlen ist asozial. Der Staat ist eine asoziale Institution, ne? Um es mal ein bisschen allgemeiner zu sagen. Aber okay, schauen wir mal genau, was er meint. Er sagt ja, jeder soll besser selbst entscheiden, wofür er sein Geld ausgibt und nicht der Staat. Ja genau, weil für Christoph Heuermann sich der Staat im Grunde übergriffig verhält. Also der sich um Dinge kümmert, die ihn eigentlich nichts angehen. Steuern ergeben sich aus Zwang und Gewalt. Wenn wir sie nicht zahlen, dann werden wir eingesperrt oder gar Schlimmeres passiert, je nachdem, wo wir leben. Das ist nicht tragbar in einer voluntaristischen Gesellschaft, wo Werte wie Freiheit und Freiwilligkeit eine große Rolle spielen. Also er sagt, jede und jeder. Also ich finde seine Begründung jetzt ein bisschen dünn, weil wenn das nur von den Werten einer Gesellschaft abhängt, dann hieße das ja, dass es eine relative Sache ist, ob Steuern Raub sind oder nicht. Aber ich meine, das ist auch unabhängig davon, welche Werte in der Gesellschaft vertreten werden, dass Steuern Raub sind. Ja, also es ist halt letztlich eine faktische Aussage praktisch. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie eine polemische Aussage oder so, wo halt nur ist, um irgendwie Aufruhr oder so hervorzurufen, sondern eine praktische Aussage. Um das mal praxiologisch korrekt zu sagen, das Erheben von Steuern ist eine feindselige Handlung. Er übernimmt Verantwortung für sich selbst und dann ist am Ende für alle gesorgt und allen geholfen. Ja, im Grunde lässt sich Christoph Heuermann so zusammenfassen. Also dem Staat einfach pauschal Geld zu geben, jeden Monat mit der Steuer und damit auch die Verantwortung abzugeben, das findet er nicht so gut und er ist eher für ein anderes Modell. Ich zahle gerne eine Gebühr, wenn ich eine Dienstleistung nutze. Das mache ich auf den freien Markt. Das mache ich natürlich auch gerne gegenüber dem Staat. Wenn ich Straßen nutze, kann ich das einerseits natürlich durch eine Mineralölsteuer oder Ähnliches finanzieren.
zielführender wäre es in meinen Augen, es aber über eine Maut zu tun, die es ja auch in vielen Staaten auf der Welt gibt. Okay, aber ich muss trotzdem noch mal fragen, ist das nicht total egoistisch, wenn jetzt jeder nur noch an sich denkt? Ja, Gabor, mit der Frage habe ich gerechnet und wahrscheinlich auch Christoph Heuermann. Ich habe ihn gefragt, ob das aus seiner Sicht... Dazu nochmal eine Anmerkung zum Straßenthema. Müssen wir natürlich auf unsere Video, die Endlösung der Straßenfrage, verweisen, wo wir das mal durchgespielt haben, welche Alternativen es gäbe, um die Straßen zu finanzieren. Und Maut ist nur eine Möglichkeit davon, da gibt es sehr viel mehr. Schaut euch das Video an. Den würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe es schließlich auch geschnitten und das Skript geschrieben. überhaupt funktionieren kann, wenn jeder nur an sich selbst denkt. Also er sieht das so. Ich finde, jeder Mensch sollte sich egoistisch verhalten, weil jeder Egoismus hat zum Ziel, dass es nicht nur sich selbst gut geht, sondern auch anderen gut geht. Ja, Christoph Heuermann. Okay, das sollten wir mal diskutieren, die Aussage. Also ist natürlich die Frage, wie man Egoismus definiert. Er sagt, ein Egoismus hat zum Ziel, dass nicht nur ein selbst zugeht, sondern auch anderen Leuten zugeht. Das ist wahrscheinlich nicht das, was die meisten Leute unter Egoismus verstehen. Aber er hat, denke ich, soweit recht, dass, sagen wir, ein aufgeklärter Egoist sollte das so sehen, aus vielerlei Gründen. Das erste ist natürlich ein Sicherheitsaspekt, dass die eigene Sicherheit davon abhängig ist, dass es den Leuten um einen herum nicht allzu schlecht geht. Und das andere ist vielleicht, wenn man das von so einer Bedürfnishierarchie, wie Maslow die ausgedrückt hat, betrachtet, dass wenn einem die eigenen Bedürfnisse gedeckt sind, dann will man irgendwann mal sowas wie Selbstverwirklichung erreichen und dann spielt natürlich auch, auf welche Weise man sich produktiv in die Gemeinschaft einbringt, eine große Rolle. Und da denkt man natürlich auch über die Bedürfnisse anderer Leute stärker nach. Übrigens nicht irgendwie naiv oder so. Er weiß, dass seine Vorstellungen ziemlich unrealistisch sind, aber aufgeben will er trotzdem nicht. Im Gegenteil, es gibt gerade Regionen, das beobachtet er, da tut sich was. Ja, es gibt diese Privatstädte und da sagt der Name eigentlich schon alles. Das sind private Städte, die von Unternehmen betrieben werden. Ja, so eine gibt es zum Beispiel in Honduras. Da gibt es eine Stadt auf einer Insel, die heißt Prospera, das heißt Wohlstand auf Deutsch. Und da machen nicht Politiker die Regeln, sondern Unternehmen. Man muss es sich so vorstellen, anstatt einer klassisch-demokratischen Regierung, einem nörgelnden Finanzamt und dem ganzen Gewaltenquatsch, gibt es einen privaten Betreiber, der nicht Verfassung, sondern BWL studiert hat und als Dienstleister seinen Bewohnern das Paradies bereitstellt. Das ist ein Ausschnitt aus Reschke. Übrigens, also ja, Reschke Fernsehen, ne? Dazu haben wir auch, also zu dem Beitrag von Reschke Fernsehen, aus dem dieser Ausschnitt stammt, haben wir auch eine Reaktion gemacht. Können wir natürlich auch mal verlinken. Vielleicht ist sie das sogar. Und wenn nicht, dann ja, erinnert er uns einfach dran irgendwie. No. Ja, vielleicht sollte man an der Punkt mal sagen, bisher gefällt mir diese Sendung sehr viel besser als die von Reschke. Die von Reschke war sehr viel polemischer, während man hier schon den Eindruck hat, dass die sich doch irgendwie sehr viel offener und fundierter mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ja, also es ist auch mein Eindruck, ne, Reschke war, ja, das sind die Bösen und die wollen alle, ne, also halt die bösen Neoliberalen, was auch immer. Und das ist halt, also, ja. Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir jetzt mit dem Christoph Heuermann wirklich einen interviewt haben, der diese Position wirklich vertritt, während das bei der Reschke-Sendung alles Strohmänner waren. Ja, haben die dann nicht? Ah, nee, das war was anderes. Aber die haben halt, ne, und dann auch mit ihren komischen Diagrammen so, ne, also so richtiges Verschwörungs... Das haben die wahrscheinlich vom Andreas Kemper. Ja, wahrscheinlich. Also, und das verkaufen sie dann dir dann als Journalismus und dafür musst du dann 18,36 zahlen, naja. Aber ich meine, diese Sendung hier ist echt, also, ist nicht schlecht, ne? Fernsehen vom NDR, den Link packen wir euch in die Shownotes. Ja, das Prinzip dieser Privatstädte ist so, ich kaufe mich da ein in eine Welt mit bestimmten Regeln, Regeln, die mir gefallen. Genau, ich unterschreibe einen Vertrag, kostet etwa $1,300 im Jahr und der Staat hat dann fast nichts zu sagen. Alles ist so, wie sich das die Libertären oder Anarchokapitalisten vorstellen, Bildung, Polizei,
wird zu einer privaten Leistung. Ja, und es würde dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, dass auch Christoph Heuermann diese Privatstädte ziemlich gut findet. Er findet die Idee sogar so gut, dass er als Unternehmer in solche Projekte investiert. Sein Wunsch für die Zukunft? Ich wünsche mir eine Welt aus vielen kleinen Staaten, aus sehr viel Dezentralität, wo die Demokratie dann deutlich besser funktioniert. Ja, mittlerweile gibt es allerdings auch viel Kritik an dieser Privatstadt in Honduras. Da befürchten einige, dass das Ganze nur als Steueroase für Superreiche gebaut wird. Ich meine, selbst wenn, based. Also ich sehe jetzt nicht die Kritik, keine Kritik. Also ist ja was Gutes, ne? Ja, also man kann es schon kritisch auffassen, dass das von den Ambitionen her deutlich unter dem Potenzial von dieser Idee ist. Ja, aber gut. Also auch wenn sie nur eine Steueroase bauen, dann wäre das ja auch was Gutes. Also, ja, die Richtung wäre schon mal okay. Und ich meine, Liechtenstein, ne, auch Steueroase und so. Ich meine, alles based. Oder ja, das Witzige ist ja, das ist ja deutlich mehr als nur eine Steueroase. Liechtenstein hat tatsächlich die höchste Industrialisierung pro Kopf weltweit. Ja, also irgendwie so, ich weiß es gar nicht, irgendwie so 30-34% sowas. Industriejobs pro Einwohner oder sowas, ja. Jetzt ist er auf jeden Fall extrem hoch. Ja. Also, in Deutschland ist, glaube ich, nur um die 16% Tendenz deutlich fallend. Und das ist bei Industriestaaten noch relativ hoch in Deutschland. Ja. Andere halten es für gefährlich, dass da ein Staat im Staat entsteht, in dem die am meisten zu sagen haben, die das meiste Geld mitbringen. Also das wäre dann ja kaum noch demokratisch. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht wirklich so, ne? Also, dass dann die am meisten zu sagen haben, die das meiste Geld mitbringen. Weil wenn du eben dieses System machen würdest, dann würden halt, ja, letztendlich will halt niemand unter so einem System leben, wo halt dann jemand kommen kann, der mehr Geld hat als du und dann halt einfach machen kann, was er will. Deswegen müssen Privatstädte eben ja faire Breitbeilegungsmechanismen zur Verfügung stellen oder, ne, also es muss halt eben irgendeinen Grund geben, für Leute dahin zu ziehen. Ne? Kann ja nicht sein, dass ich halt sage, so, okay, jetzt irgendein Reicherer kann dann mit mir machen, was ich will. Das ist ja dann, also ich würde so einem Streitbeilegungsmechanismus nie zustimmen und der würde daher auch nicht stabil sein können. Also ja, exakt. Also wird ja auch so implementiert, dass man eben nicht der Reiche das Sagen hat, sondern dass eben die Verträge nicht einseitig geändert werden können, wie das das implizieren würde. Ja. Ich meine, das ist, ne, in Deutschland ist das letztendlich so. Da sagt dann halt irgendeiner, ja, jetzt ist sonst noch was, ja. Und jetzt, hier steht in dem Gesetz, im Grundgesetz, Artikel 5, was weiß ich, steht ja Näheres regeln Gesetze. Und die Gesetze können dann natürlich so quasi nach Belieben geändert werden. Also, ja, danke für den Schutz. Also bestes Beispiel, man macht einen Mietvertrag und dann kommt der Gesetzgeber und ändert das Mietrecht und auf einmal ist das, was du auf das du dich geeinigt hast, hinfällig und es gilt was anderes. Oder noch schlimmer, Eheverträge. Ja. Zumindest nach unserem Verständnis in Deutschland. Mal angenommen, wir schaffen die Steuern ab, ist unser Szenario heute. Eigentlich klingt das ziemlich unrealistisch. Das ist Margit Schratzenstaller. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, ist auch Steuerexpertin, arbeitet am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Ja, und sie hat gerade gesagt, unrealistisch, dass wir die Steuern abschaffen. Warum? Naja, weil sie findet, so ein Land ohne Steuern ist am Ende nicht fair. Ich glaube schon, dass auch Steuern und überhaupt die Existenz eines Staatswesens, das durch Steuern finanziert wird, ein wichtiger Teil einer demokratischen Ordnung auch ist, weil es natürlich Teilhabe schafft für Menschen, die es sich sonst nicht leisten könnten, bestimmte Leistungen eben auf dem Markt zu kaufen, an bestimmten auch wichtigen Dingen teilzunehmen, ob das jetzt die Bildung ist oder dass man seine Kinder in die Betreuung gibt. Also soziale, ökonomische Teilhabe, auch das können Steuern und Abgaben ermöglichen. Ja klar, das kann man sich ganz gut vorstellen. Das muss man natürlich erstmal hinterfragen, ob das so stimmt. Ich meine, das ist ja, Teilhabe heißt ja in dem Sinne hier nicht Mitwirkung, weil die Armen, die haben relativ wenig politisches Kapital. Das sind natürlich ist es der Staat und seine Eliten, der dann die Entscheidung trifft. Also was alles mit Steuern und Durchsteuern bezahlt wird. Gabor, wir können das ja mal durchgehen. Ja, sie hat mir auch ein Beispiel erzählt, nämlich die Landesverteidigung. Also wäre bei uns die Bundeswehr, wissen wir, haben wir auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, kostet viele Milliarden.
Ja, und der Verteidigungsminister kann ja jetzt nicht einfach sagen, sorry, wir haben die Steuern abgeschafft, wir sind raus, wenn es um die Verteidigung geht. Ja, da würden sich wahrscheinlich höchstens Leute wie Putin drüber freuen. Ja, genau. Es ist natürlich auch, insgesamt ist es natürlich sehr viel. Auf dem Einzelnen gesehen, das ist gar nicht mehr so viel. Also der Bundeswehretat, der war vor wenigen Jahren noch in der Höhe von 44 Milliarden Euro, ist jetzt in den letzten 2 Jahren deutlich angestiegen. Aber auch nach dem Anstieg ist es pro Kopf nur 700 Euro im Jahr. Also so 50 bis 60 Euro im Jahr, die man dann für Bundeswehr zahlen müsste, wenn man es möchte. Und das ist natürlich die Frage, ob das so, wie die Bundeswehr das betreibt, das auch überhaupt sinnvoll ist. Also es ist allein das militärische Beschaffungswesen in Deutschland ist extrem ineffizient. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist Wehrkraftzersetzung. Und dann natürlich die Frage, ob das auch wirklich die Fähigkeiten einkauft, die man auch wirklich haben möchte. Also wenn man nur reine Landesverteidigung haben möchte, dann reicht es wahrscheinlich, stärker auf Milizsystem zu setzen, als irgendwelche Transportmaschinen einzukaufen. Ja, und die Sache ist natürlich auch, dass eben, wenn irgendwie, also dass eben auch Leute zusammenarbeiten können ohne den Staat und sich in irgendeiner Form organisieren können, um so ein gemeinsames Verteidigungsbündnis, was auch immer, herzustellen. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mal so die NATO nimmt, letztendlich gab es da halt keinen Staat oder gab es jetzt in dem Sinne jetzt keinen Staat, der über allen war und eben allen gesagt hat, so, ihr müsst jetzt da mitmachen, sondern das hat sich eben letztendlich so zusammengebildet. Also im Endeffekt, es gibt praktisch keinen Weltstaat, der alle zwingt, irgendwie in dieses Bündnis zu gehen, sondern die sind da letztendlich alle reingegangen, ne, und haben sich eben verbündet, so eben gemeinsam Landesverteidigung und so weiter. Und eben das können Individuen jetzt in dem Sinne, können das eben auch machen, dass sie eben sagen, okay, ich verbünde mich jetzt irgendwie hier mit dieser Gruppe und sagt vielleicht auch diese Gruppe, okay, ne, wir verbinden uns auch mit der Gruppe, da müssten natürlich dann andere institutionelle Wege gefunden werden als jetzt die NATO. Gut, man kann jetzt auch die NATO kritisieren, wegen allen möglichen, was auch immer. Aber also es wäre auch möglich, ohne den Staat eine Verteidigung eines anarchistischen Gebietes zu organisieren. Ja, und es gibt ja auch Staaten, die haben gar kein Militär. Liechtenstein zum Beispiel. Also, und die gibt es trotzdem noch. Ja, als relevanteste Beispiel ist ja zum Beispiel Costa Rica, weil es auch einen aggressiven Nachbarn hat und nicht irgendwie Schutzmacht, also Vassal einer Schutzmacht ist. Ja, und das andere ist natürlich, wer würde eigentlich für die Sicherheit aufkommen? Wahrscheinlich ist es jetzt eher nicht der private Bürger, sondern auch eher große Unternehmen, die Industrieanlagen haben, die verteidigt werden sollten, weil das relevante Beute wäre im Kriegsfall. Ja, also, ne, und es wären ja auch letztendlich dann die Reichen, die mehr für Sicherheit zahlen würden. Also es würde eventuell zum Beispiel über ein Versicherungssystem funktionieren, wie auch immer, dass eben dann die Versicherung sich um Sicherheit allgemein und eben Verteidigung im Speziellen kümmert. Und dann eben die, da zahlen natürlich die Unternehmen dann am meisten, ne? Weil wenn dein versichertes Gut, sage ich jetzt mal, das teuerste ist, dann musst du auch mehr zahlen als jetzt jemand, der halt nichts besitzt. Genau. Und Margit Schratzenstaller sagt auch, Steuern sind ja nicht nur da, um Geld in die Bundeswehr oder in Straßen und Schulen zu stecken, sondern sie sollen auch lenken, also steuern eben. Ja, aber das ist dann ja nicht das, was vom Gehalt abgezogen wird, sondern das sind dann diese speziellen Steuern. Und da würde sich der Staat die Möglichkeit nehmen, Einfluss auszuüben. Bestimmte Aktivitäten zu verteuern, die soziale Kosten mit sich bringen. Eben umweltschädigende Produktion oder gesundheitsschädliches Rauchen schadet ja nicht nur einem selber, sondern verursacht auch Kosten für die Allgemeinheit. Und wenn wir hier auf die Steuern als Lenkungsinstrumente, Umweltsteuern oder Tabaksteuern verzichten würden, dann hätten wir ein wichtiges Instrument weniger im wirtschaftspolitischen Instrumentenkasten. Okay. Also fangen wir erstmal an, ich sage jetzt mal mit Rauchen. Das wäre dann letztendlich auch ein versicherungstechnisches Thema. Also dass eben dann, wenn jemand raucht, dann muss er eben höhere Versicherungsbeiträge zahlen, weil er eben höhere Wahrscheinlichkeit hat, krank zu werden und so weiter. Der zweite Punkt mit den Umweltschäden, also das würde sich dann letztendlich über über
Klagen etc., also Sammelklagen zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwo Umweltschäden erzeugt, könnte es eben zu einer Sammelklage gegen diese Person kommen, weil jetzt zum Beispiel alle im Umfeld von dieser Fabrik zum Beispiel, die haben jetzt alle irgendwie halt Ruß eingeatmet und sind jetzt alle im Krankenhaus. Ne, dann kann man die natürlich verklagen und dann eben auf Unterlassung verklagen. Genau. Ja, also oder es wird ein Schadensersatz verlangt und in manchen Fällen dürfte der so teuer sein, dass es sich eher lohnt, auf ein anderes Produkt umzusteigen. Also genau. Zum Beispiel wie verbleites Benzin, da wird man wahrscheinlich dann doch zum Ergebnis kommen, dass sich das nicht lohnt, das Benzin zu verbleien. Ja. Weil einfach die Entschädigung, die man dann zahlen müsste, viel zu hoch wären. Ja, letztendlich werden Unternehmen ja vom Staat ja von solchen, vor solchen Anklagen eben geschützt und auch das Rechtssystem kann man auch privat produzieren. Da haben wir auch ein Video dazu, die Offensichtlichkeit der Anarchie. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Genau, ich würde sagen, wir machen mal weiter, ne? Okay, das leuchtet ein, finde ich. Also die Kosten des Rauchens zum Beispiel, die gehen ja auf jeden Fall in die Milliarden für die Allgemeinheit, also für den Staat. Und der Staat würde dann eben nichts mehr zahlen, wenn die Steuern abgeschafft sind. Das heißt, wenn ich krank werde, dann muss ich mich selbst kümmern. Wenn ich das Geld nicht habe, dann sterbe ich im schlimmsten Fall früher. Und trotzdem, sagt aber auch Margit Schratzenstaller, sind diese Debatten, die wir jetzt hier führen, um Steuern auch wichtig. Okay, also sie findet auch nicht alles perfekt, wie es jetzt ist, sondern würde was ändern? Auf jeden Fall. Sie sagt, Arbeit, also unser Lohn, wird in Deutschland sehr hoch besteuert. Sehen wir ja auch bei der Abrechnung jeden Monat. Und da kann sie sich vorstellen, dass man da vielleicht was macht, also dass man die Lohnsteuer senkt und an anderer Stelle die Steuern erhöht, wenn wir, da sind wir wieder beim Rauchen oder beim Autofahren, eben hohe Kosten verursachen. Das würde im Alltag bedeuten, dass meine Arbeitseinkommen entlastet werden. Ich würde also weniger Lohnsteuer, möglicherweise auch weniger Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Und auf der anderen Seite würde, was Umweltschäden anbelangt, das Verursacherprinzip besser durchgesetzt werden. Also derjenige, der Umweltschäden verursacht, der würde höhere Steuern bezahlen. Und es würden auch jene, die zum Beispiel hohe Erbschaften empfangen, auch mehr Steuern bezahlen. Alles klar. Also ich habe monatlich zwei Anmerkungen. Also das eine, der erste Vorschlag, auf soziale Kosten praktisch einzuziehen, weil Schaden entstanden ist, das enteignet diejenigen, die Opfer von diesen Schädigungen geworden sind, weil der Anspruch, den eigentlich diese Individuen hätten, auf den Staat übergeht. Und das kann auf keinen Fall sozial sein. Das andere, dass die Erbschaftssteuer, das ist auch pervers, als es auf den ersten Blick sich anhört. Weil das ist im Endeffekt Vermögen, das vererbt wird und nicht Einkommen, logischerweise. Und das Vermögen ist ein Kapitalstock, der dann auf diese Weise verkonsumiert wird. Das heißt, es geht der Volkswirtschaft Vermögen verloren und wird dadurch wird die Volkswirtschaft insgesamt ärmer. Und es ändert natürlich auch was an der Unternehmensstrukturen, weil dann nicht mehr die Kontrolle über Unternehmen an Einzelpersonen liegt, sondern wenn jemand ein Unternehmen erbt und einen Teil davon verkaufen muss, um die Steuern bezahlen zu können, dann verkauft natürlich das eher an größere. Das heißt, das ganze Vorgang führt noch zu einer Kapitalkonzentration. Also anstatt dann, dass die Unternehmenslandschaft den besten 1% gehören, wird es vielleicht in den besten 0,1% der Menschen konzentriert. Ich mehr von meinem Gehalt, aber wer jetzt zum Beispiel Millionen erbt, der gibt auch mehr ab. Genau, das meint sie. Und wer eben Auto fährt oder mit Öl heizt, also diese Umweltschäden verursacht, viel CO2 in die Luft bläst, der muss zahlen, mehr zahlen. Könnte man so zusammenfassen, ich bekomme im Monat 200 Euro mehr überwiesen, aber der Liter Benzin kostet dann eben 1 Euro mehr. Gut, Gabor, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen rechnen. Also lass uns doch mal zusammenzählen, was alles durch Steuern finanziert wird und was das kostet. Ja, ein gutes Beispiel sind die Schulen. Der Staat baut die Gebäude, das kostet natürlich einiges. Dann bezahlt er Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt auch Zahlen von 2021. Pro Jahr gibt der Staat für jeden Schüler, für jede Schülerin 9.200 Euro aus. Wow.
Okay, das ist viel Geld und das wäre sicherlich für viele ein Problem, das privat zu bezahlen. Ich musste irgendwie auch gerade ans Studieren denken. Ich meine, das ist bei uns meistens kostenlos, zumindest wenn man staatliche Unis besucht. In anderen Ländern funktioniert das ja nicht so. Also in den USA zum Beispiel, da kostet so ein Jahr an der Uni ja gern mal $20,000 oder mehr. Okay, das muss man sich leisten. Also kurz zum Preis der Schulen. Also zum Beispiel 2016 war der Preis noch sehr viel geringer, also etwa bei 7.100 Euro im Durchschnitt pro Schüler. Also da kann man ordentlich was runterziehen, also zum Beispiel mit Verwaltungskosten etc. Was zu den USA, das Schulsystem ist halt eben, das Universitätssystem ist eben vom Staat halt komplett in den Anus gepingst worden, ja. böses Wort, YouTube will das, glaube ich, nicht. So mit Student Loans und so weiter, das ist halt eben so eine komplette Blase, dass sie eben garantieren, dass sie diese Loans bezahlen oder diese Kredite und damit wissen dann praktisch die Unis, dass sie halt die Preise in die Höhe treiben können und dann werden halt einfach ganz einfach die Preise immer höher an den Universitäten. Das ist letztlich ein staatlich verursachtes Problem. Es ist ja auch so, dass es ein massives Goldplating gibt. Also das heißt, es wird die erhöhen die Preise, die besten Universitäten, weil das ein Prestigemerkmal ist, aber die können das Geld gar nicht sinnvoll ausgeben und geben das dann halt für irgendwelches eher weniger sinnvolle Dinge aus. Können. Und ich habe noch ein Beispiel, was ich ziemlich heftig finde, die Feuerwehr. Also klar, wenn es brennt, rufen wir den Notruf 112, dann kommen die. Aber habt ihr euch mal gefragt, was das kostet? Das ist nämlich nicht wenig. Kann man alles nachlesen. Beispiel Hamburg, da kostet ein Löschfahrzeug pro Einsatz 130 Euro. Braucht man noch einen Kranwagen, kommen nochmal 200 Euro obendrauf, der Rettungswagen 110 Euro. Aber nur, wenn der einfach so kommt, wenn die einen mitnehmen müssen im Notfall, dann sind es nochmal 700 Euro. Also da kommen schnell Tausende von Euro zusammen. Ja, das ist echt viel Geld. Und also könnte man zum Beispiel auch mit Versicherungen regeln, etc. Also ich finde es ja auch witzig, dass sie jetzt irgendwie implizieren, dass wenn der Staat es nicht zahlen würde, würden die Krankenwagen kostenlos kommen. Das ist ja nicht, so. Irgendjemand muss dafür zahlen und es ist eigentlich sinnvoller, wenn man das über Versicherungen regelt, als wenn die Steuern das irgendwie mit der Gießkanne verteilen, ja. Das Geld. There is no such thing as a free fire car, ja? Also es gibt nichts so, kostenloses Feuerwehrauto. Das muss immer irgendjemand bezahlen. Und letztendlich, also weil es eben nicht über sowas wie Versicherungen und so weiter geregelt ist, ja, sind halt eben so Feuerschutzmaßnahmen auch, sind dann eben vom Staat vorgegeben. Ne? Also dass halt jedes Gebäude muss irgendwie so sein und es ist nicht, oder halt so eine One-Size-Fits-All-Lösung, ja. Und es ist nicht so, dass halt jetzt zum Beispiel eine Versicherung sagen könnte, okay, das hier ist jetzt, oder diese Feuerschutzmaßnahme ist jetzt zum Beispiel zu teuer oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Feuer kommt, sinkt dann nicht und so weiter. Und dann könnte es eben auch Konkurrenz geben. Ja? Also eine andere Versicherung sagt, nee, wir wollen das so, wir machen das so. Ja? Also du, wenn du eben diese Maßnahme einbaust, dann musst du weniger zahlen und so weiter. Also jetzt, was weiß ich, Feuerhydranten, was auch immer. In unserem Szenario, keine Steuern mehr, müssten wir alle also für bestimmte Leistungen zahlen. Und es gibt ein Land mitten in Europa, da ist das ein bisschen so, in der Schweiz. Da zahlen die Menschen weniger Steuern als in Deutschland, dafür müssen aber bestimmte Dinge dann aus eigener Tasche gezahlt werden. Und darüber habe ich mit Stefanie Knoll gesprochen. Die arbeitet als Finanzjournalistin beim öffentlich-rechtlichen Schweizer Rundfunk. Ein Beispiel ist die Kleinkindbetreuung. In der Schweiz kostet ein Kita-Platz im Schnitt etwa 130 Franken. Pro Tag. Und für ein Kind, das jeden Tag in der Kita ist, macht es über 2.500 Franken im Monat aus, weil Kitas eben in der Schweiz meist privat betrieben werden. Oh, 130 Franken am Tag, das ist ganz schön viel Geld. Ja, allerdings, also überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland. Hier gibt es ja Bundesländer, da übernimmt der Staat die Kosten komplett. In anderen müssen die Eltern was zuzahlen, aber da reden wir echt über ganz, ganz andere Summen. In der Schweiz wird Eigenverantwortung von Individuen sehr groß geschrieben. Also man sieht den Staat nicht unbedingt gern in ganz viele Sachen eingreifen. Und als erstes soll schon
der Private die Probleme lösen und erst dann soll der Staat einspringen. Und das führt eben dann zum Beispiel im Fall von der Kinderbetreuung dazu, dass da eben deutlich weniger unterstützt wird, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Weißt du was, Gabor? Was ja auch based ist. Ja. Was ja auch based ist. Ich meine, ich halte es jetzt für relativ problematisch, wenn der Staat ein bestimmtes Lebensmodell subventioniert, also dass beide Eltern gehen arbeiten und das Kind wird fremdbetreut, weil das ein Stück weit die Familien untergräbt. Also jeder soll sein Familienmodell so leben, wie er es möchte, aber an der Stelle möchte ich es doch mal eher kritisch sehen. Und insbesondere will ich es kritisch, wenn das auch noch auf Kosten von der Allgemeinheit subventioniert wird. Ein ganz kleines bisschen erinnert mich das an Christoph Heuermann. Also diesen Unternehmer, der durch die Welt reist und am liebsten gar keine Steuern zahlen will. Genau, also die Schweiz macht das natürlich längst nicht so extrem, wie er sich das wünscht, aber es geht ja ein bisschen in die Richtung. Jeder ist ein Stück weit für sich selbst verantwortlich. Und das wird dann von allen akzeptiert? Gut, ich meine, faktisch ist das ja auch in Deutschland so, dass jeder ein Stück weit für sich selber verantwortlich ist. Ne? Also du musst halt irgendwo hingehen, um was zu essen zu kaufen und so weiter. Oder um was zu essen zu besorgen, ja. Set Commie Noises. Ja, das ist Sklaverei. Also ich muss mein Essen tatsächlich selber nehmen und es mir in den Mund stecken. Das ist Sklaverei. Was auf jeden Fall, was man nicht losbekommt, ist ja auch die Metaverantwortung. Selbst wenn man alle Verantwortung von sich abgibt, hat man ja auch die Verantwortung dafür, ob man die Verantwortung abgibt oder nicht. Tja, das ist deep. Naja, Stefanie hat mir schon erzählt, dass es da Diskussionen gibt, auch in der Schweiz, zum Beispiel, ob das Ganze so gerecht ist in der jetzigen Form. Aber sie meint, dass die Schweizer irgendwie ein anderes Verhältnis zum Thema Steuern haben. Irgendwie unverkrampfter, offener und vor allem auch weniger negativ. Das ist ein bisschen so, dass Schweizerinnen und Schweizer alle so ein kleines bisschen Steueroptimierer sind. Und daran sieht eigentlich auch niemand was Verwerfliches. Also man geht damit wirklich sehr offen um. Sie hat mir übrigens auch noch erzählt. Der Steueroptimierer. Also ist halt Selbstverteidigung, ne? Also da ist auch nichts Verwerfliches dran. Das ist sehr based. Gilt, dass die Menschen in der Schweiz direkt da mitentscheiden können, was mit ihren Steuern bezahlt werden soll. Wenn zum Beispiel eine Gemeinde eine neue Turnhalle bauen will und dafür die Steuern erhöht werden müssen, dann wird abgestimmt. Das läuft also sehr viel direkter als bei uns in Deutschland. Also das finde ich spannend, könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann ist es ja nicht nur gerechter und transparenter, sondern vielleicht sogar ein Stück demokratischer. Ja, aber Steuern abschaffen, also das hätte wohl auch in der Schweiz keine Mehrheit. Ja, und das kann sich auch Alexander Jorde sagen, weil das führt dazu, dass die Bevölkerungsgruppen, die stärker politisch engagiert sind, ihre Interessen auf Kosten von deren ausleben können, die weniger engagiert sind. Das hat man zum Beispiel in den USA bei der Einführung von öffentlichen Schulen gesehen. Dass dann die Gutgestellten haben dafür gestimmt und die Schlechtgestellten dagegen und die Gutgestellten haben sich dann durchgesetzt. Nicht vorstellen, vielleicht kennt ihr den noch. Ja, guten Abend, Frau Merkel. Mein Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, an den erinnere ich mich tatsächlich. Ja, damals hieß die Bundeskanzlerin noch Angela Merkel, ist ein paar Jahre her. Und Alexander Jorde hat ihr erzählt, wie es in der Pflege so aussieht. Er hat da gerade eine Ausbildung gemacht. Heute ist er 27, studiert, will Lehrer werden. Also sein Gehalt wird später auch aus Steuern finanziert, wenn es die noch gibt. Er ist Netto-Steuerempfänger. Das N-Wort. Gibt. Und er ist in der SPD, auch in der Gewerkschaft, beschäftigt sich also viel mit sozialen Fragen. Ich glaube, dass einfach ein demokratischer Staat ohne Steuern, den würde es nicht geben. Und das fällt mir zumindest sehr, sehr schwer, sich das vorzustellen. Also ich meine, das ist richtig, ne? Wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Ja, was ja best ist, also klingt gut. Also kein demokratischer Staat mehr, das ist auf jeden Fall eine starke These. Und Christoph Heuermann, der Anarchokapitalist vom Anfang, würde da bestimmt widersprechen. Ja, aber Moment. Also Moment, er ist Anarchokapitalist, ne? Also er ist Anarchist. Also er ist gegen den Staat. Also ja, es würde keinen Staat geben. Ja? Also es ist eine anarchistische Position letztendlich. Und der hatte ja auch starke Thesen. Stimmt. Ich sage nur, Steuern zahlen ist asozial, hat er ja gesagt. Und
Alexander Jorde, der hat mir auch begründet, was er meint. Er sagt, ohne Steuern in so einem Staat, in so einer Gesellschaft, da fehlen dann einfach Regeln. Ja, ich glaube, das wäre einfach eine Gesellschaft, die dem, wie soll man sagen, vielleicht Naturzustand recht nahe kommen würde. Also in der dann das Gesetz des Stärkeren gilt, weil es würde ja dann gemäß der Annahme nur noch Privateigentum geben und es würde sich eben derjenige durchsetzen, der entsprechend privat oder für sich selbst die besseren Mittel hätte. Derjenige, der also eben diesen Naturzustand als Krieg aller gegen alle, das ist natürlich eine reine Fiktion, die es nie so gegeben hat. Wobei das jetzt hier ein bisschen anders ausführt, als man das klassischerweise als Naturzustand definiert. Also das die Leute unterschiedliche Kapazitäten haben, für sich zu sorgen. Es stimmt zwar in erster Näherung, aber es ist ja nicht so, dass wirklich, wenn jeder ans libertäre Logik ist nicht, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, sondern wir glauben ja an so ein System der Subsidiarität. Das ist praktisch, wenn die erste Instanz bist du selbst, wenn du man selbst am Leben versagt, gibt es die nächste Instanz, die einen auffangen kann, die Familie. Wenn die auch nicht da ist, gibt es als dritter Instanz Friendly Societies, also auf Gegenseitigkeit beruhende Solidarität. Und vielleicht als vierte Ebene dann noch reine Wohlfahrt durch weltanschauliche oder religiöse Gruppen. Ja, Versicherung und so weiter. Ja, oder genau. Ich meine, die Sache ist ja auch, also ich meine, Arbeitsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Und also die Sache ist ja so, Steuern, also Solidarität, dieser Begriff, bedeutet ja letztendlich, dass man etwas macht, wozu man nicht gezwungen wird. Also man, um solidarisch zu sein, musst du praktisch etwas machen, was nicht deine rechtliche Pflicht ist oder deine gesetzliche Pflicht. Ja, weil wenn du jetzt einfach nur deiner gesetzlichen Pflicht nachkommst, dann hast du ja jetzt letztendlich einfach nichts gemacht. Ja, also, oder beziehungsweise hast du halt, warst du nicht so solidarisch, weil du eben nur in Anführungszeichen deiner rechtlichen Pflicht nachgekommen bist. Und so hast du dann natürlich, wenn der Staat besteuert und halt eben Sozialsysteme macht und so weiter, hast du natürlich auch eine Untergrabung derjenigen Institutionen, die eben anderweitig dafür verantwortlich wären, solidarisch zu sein mit seinen Mitmenschen. Ne? Da gibt es ja dann auch zum Beispiel, also der Staat zwingt dich ja dann eben zu zahlen. Und dann hast du eben Leute, die sagen, ja, okay, ich zahle jetzt nicht mehr als das, was der Staat eh von mir verlangt. Also ich komme jetzt hier nur noch meiner rechtlichen Pflicht nach, mehr nicht. Und so, somit entsolidarisiert sich die Gesellschaft. Ja, also du hast, der Staat ist eine Organisation, die systematisch, oder beziehungsweise der Sozialstaat ist eine Institution, die eben systematisch entsolidarisiert. Im Gegenteil von dem, was immer behauptet wird. Ja, das ist ja auch wirklich aktive Politik gewesen. Als die staatlichen Sozialsysteme eingeführt wurde, wurden ja die privaten Systeme, die auf Gegenseitigkeit beruht wurden, aktiv bekämpft. Zum Beispiel, indem man den staatlichen Systemen Subventionen gegeben hat, die die anderen Systeme nicht bekommen haben, wodurch die sich nicht mehr gelohnt haben. Oder die wurden zum Teil auch besteuert. Und auf die Weise wurden dann diese ganzen Strukturen zerschlagen. Ja, also ja, der Staat eben zerstört die, Systeme der Gesellschaft, die Gesellschaft letztendlich selbst dazu entwickelt hat, um ein bestimmtes Problem zu lösen, dann übernimmt der Staat praktisch selbst die Lösung des Problems und behauptet dann, eben ohne ihn selbst würde es nicht gehen. Und das ist mit Straßen wie mit Sozialsystemen ist es genauso. Seine Sachen besser verteidigen könnte, sich die besser erarbeiten könnte oder eben die Mittel hätte, um an bestimmte Dinge zu gelangen, der hätte dann eben auch die Macht darüber. Okay, also wäre das Geld. Also im Sinne von, man hätte die Macht über sein eigenes Eigentum. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch gut. Also das ist ja der Sinn von Eigentum. Aber so jetzt, man hätte halt nicht die Macht über das Eigentum von anderen. Ne? Weil ja, man könnte sich dann eben in Versicherungen und so weiter zusammenschließen oder eben auch das Nachbarschaftswachen, was auch immer, dass man sich eben zusammenschließt und eben gemeinsam gegen solche Probleme vorgeht, wo eben Leute einen ausrauben wollen, was auch immer. Und das ist halt einfach viel zu teuer, Gewalt zu verwenden, um an an Waren und Dienstleistungen zu kommen, als dass man eben selbst
der gute Produkte zum besseren Preis anbietet. Geld hat oder wer zumindest viel Geld hat, der entscheidet. Den Eindruck haben ja zumindest einige. Heißt also, dass Alexander Jorde nicht so wahnsinnig viel von unserem Szenario hält? Habe ich ihn natürlich auch gefragt und er hat wirklich lange nachgedacht und auch nicht sofort gesagt, ist alles Quatsch, denn den Grundgedanken, den kann er durchaus verstehen. Es ist natürlich so, und da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, natürlich gibt man gerne was von seinem Gehalt ab. Jeder möchte natürlich auch möglichst viel von seinem Gehalt behalten, weil man ja auch selber gerne sein Leben gestalten möchte. Aber mir ist auch bewusst, dass mit diesen Steuern viel finanziert wird, von dem ich täglich profitiere und was ich mir ja nicht jeden Tag aufrechne. Ah, da sind wir also. Also du bezahlst es ja dann trotzdem. So. Ja, also irgendwo kommt da Geld her, das es vorher nicht gegeben hat. Also vermutlich glaubt er einfach, dass dass in dem Status quo die meisten Steuern von den Reichen bezahlt werden. Aber das stimmt natürlich nicht, weil auch wenn die Reichen relativ reich sind, sind das auf die, ist der, die große Summe des Reichtums doch eher bei, nicht beim ersten 0,1% oder sogar beim ersten Prozent verteilt, also Einkommen, nicht Vermögen, sondern mehr bei den obersten 20% abzüglich, oder wenn man die den ersten 1% rausnimmt. So wieder beim Rechnen, haben wir gehört. Das führt halt dazu, dass das mehr eine linke Tasche, rechte Tasche für die Mittelschicht ist. Und wenn man dann noch dazu rechnet, wie ineffizient das ausgegeben wird, dann ist es ein reines Minusgeschäft für einen. Gut, vielleicht für manche Netto-Steuerempfänger nicht. Ne? Ja gut, aber die Gesellschaft als Ganzes wird ja auch ärmer. Und ja, wenn man das mit einberechnet, dann lohnt es sich auch für die allermeisten Netto-Steuerempfänger nicht. Dann sind es wirklich die, die ganz massiv vom Staat profitieren, also wirklich auf korrupte Art und Weise vom Staat profitieren. Jan Böhmermann. Zum Beispiel. Also die, die jetzt nicht nur ein paar 10.000 Euro Netto-Staatsempfänger sind, sondern mehrere 100.000 Euro. Das Geld, das wir für Uni, Kita und so weiter zahlen müssten, also da käme natürlich eine Menge zusammen im Laufe eines Lebens. Und da sagt Alexander Jorde, der Staat ist für ihn so eine Art Versicherung, also weil du Steuern zahlst, garantiert er dir ein menschenwürdiges Leben. Also ich meine, wieso nimmst du so eine Art Versicherung und nicht einfach eine Versicherung? Also, ne? Ja, und er schätzt natürlich auch, teuer diese grundlegenden Leistungen überhaupt sind. Wir hatten das mal an verschiedenen Beispielen durchgerechnet und zum Beispiel die Straßen waren irgendwie so 20 Euro im Monat, die man zahlen müsste und Polizei auch irgendwas um den Dreh rum. Ja. Wie Bürgergeld oder Elterngeld, das ist jetzt alles kein Leben in Reichtum, aber es hilft und es führt dazu, dass die grundlegenden Dinge funktionieren. Wenn man sich die Frage stellt, was wäre denn eigentlich, wenn wir keine Steuern mehr hätten, was dann alles wegfallen würde, was es eben nur aufgrund von Steuern überhaupt gibt. Also allgemein zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowas wie Straßen, ein Bildungssystem, ein Gesundheitssystem, sowas wie öffentliche Sicherheitsinfrastruktur, sowas wie Polizei, Bundeswehr. Also sagt er, das sind alles Dinge, die auch privat organisiert werden könnten. Also, ja. Ja, und die im Einzelnen nicht so teuer sind, wie die jetzt hier geglaubt wird. Ja. Gar nichts ändern? Nicht ganz. Er würde auch Dinge ändern. Er sagt, wer wenig oder irgendwie durchschnittlich verdient, der muss ja schauen, wo er bleibt. Kann man sich dann jeden Monat fragen, wieso zahle ich eigentlich so viel Steuern? Und dann gibt es eben auch die, die einfach Glück haben. Das hat ja auch die Steuerexpertin Margit Schratzenstaller gesagt. Also zum Beispiel, weil die Eltern Millionäre oder Milliardäre sind und weil man dann einfach in eine reiche Familie geboren wird. Ich finde, dass das deutsche Steuersystem nicht gerecht ist, weil es vor allem diejenigen trifft, die viel und hart arbeiten, aber eben diejenigen, die sehr wenig für ihr Geld tun und besonders viel davon haben, kaum belastet. Also Politiker, Beamte zum Beispiel jetzt. Also wenn man jetzt, ne, also es ist ja immer so mit, ja, die Reichen und die Arbeiter machen ja nichts für ihr Geld. Also ich meine, viele Reiche machen eben schon was für ihr Geld. Aber selbst wenn du jetzt halt sagst, so, okay, ich lebe jetzt praktisch nur von Dividenden zum Beispiel, auch dann übernimmst du letztendlich eine soziale Funktion. Und zwar eben, dass Kapital vorhanden ist, was das, was die Möglichkeit von Menschen zu produzieren eben verbessert und damit auch ihr Gehalt verbessert. Ne? Also letztendlich, also ist, wenn du eben diesen Anreiz zerstörst, hast du eben auch ein Problem.
Ja, ich würde sagen, bei diesen Erben, da liegt die eigentliche Leistung in der Vergangenheit. Also irgendjemand hat ein großes Unternehmen geschafft, was an sich natürlich eine enorme herausragende Leistung ist, die entsprechend vom Markt belohnt worden ist. Und der ist natürlich frei, wie er sich das aufteilt. Und wenn er sagt, okay, er möchte es weiter vererben, dann ist das natürlich auch ein legitimer Grund und führt dann dazu, dass der Erbe das legitimerweise hat. Ja. Also letztendlich führen alle konsequenten solche 100% Erbschaftssteuervorhaben und so weiter, alle Argumente, die dafür vorgebracht werden können, kann man letztendlich auch dafür vorbringen, dass man sämtliche Geschenke abschaffen soll. Also wenn ich jetzt irgendwie dem Obdachlosen Geld gebe, ja, dann ist es halt auch, ja, wieso hat jetzt der das bekommen und jetzt nicht der Obdachlose, der in der nächsten Straße hockt? Ne? Also müsste man... Ja, also diese, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, Logik, die ist im letzter Konsequenz extrem asozial. Ja. Das andere, was ich mal ein bisschen raushört, ist ja auch die, dass man meint, dass das Kapitaleinkommen weniger stark besteuert werden, und das stimmt eigentlich nicht, weil dieses Kapital wird auf zwei Ebenen besteuert. Es wird einmal auf Unternehmensebene direkt besteuert, das sind meistens so um die 15%, werden auch wirklich bezahlt, nur wenige Unternehmen haben die Möglichkeit, dem auszuweichen. Und wenn du es ausschüttest, wird das wieder auf individueller Ebene als Kapitaleinkommen besteuert. Das ist ja bekannterweise 25%. Und das zusammengerechnet sind dann wieder um die 40%, was ungefähr den Höchststeuersatz entspricht. Wer jetzt schon reich ist, wird tendenziell eher reicher, während die durchschnittlich verdienen, am Monatsende so bei plus minus null rauskommen. Genau. Und dass unser Steuersystem irgendwie nicht ganz so gerecht ist, das sagen ja gar nicht so wenige und eigentlich ja auch alle, mit denen wir gesprochen haben. Bei der radikalen Forderung, also unserem Szenario, die Steuern ganz abzuschaffen, sieht es ein bisschen anders aus. Aber was würde das bedeuten? Fassen wir nochmal zusammen. Im schlechtesten Fall wird unser Land ungerechter und weniger demokratisch. Wer viel Geld hat, kann sich alles leisten und entscheidet mehr. Gute Bildung, Sicherheit und Mobilität sind nicht mehr selbstverständlich, sondern müssen privat bezahlt werden. Also gute Bildung, Sicherheit, nicht mehr selbstverständlich. Was für nicht mehr? Also, ja, also das ist irgendwie wieder die Kritik am Status quo, die dann an Kritikern an uns verpackt wird. Die Schere zwischen Arm und Reich. Da war noch ein anderer Aspekt. Moment, ich muss doch mal überlegen, was hatte, war genau die Formulierung, die Sie gesagt haben? Ich kann zurückspulen. Ja. Dann fassen wir nochmal zusammen. Im schlechtesten Fall wird unser Land ungerechter und weniger demokratisch. Wer viel Geld hat, kann sich alles leisten und entscheidet mehr. Gute Bildung, Sicherheit und Mobilität sind nicht mehr selbstverständlich, sondern müssen privat bezahlt werden. Die Schere zwischen Arm und Reich geht noch weiter auseinander. Ärmere Menschen rutschen weiter ab, weil sie sich verschulden müssen, wenn sie krank werden oder aus anderen Gründen nicht mehr arbeiten können. Der andere Aspekt ist natürlich, dass er völlig außer Acht lässt, dass es im Status quo die Verteilung vom staatlichen Geld extrem von deinem politischen Kapital abhängt und dass es eben nicht zu einer gerechteren Verteilung führt, sondern zu einer ungerechteren Verteilung, weil einfach die Wohlhabenderen bzw. auch die Funktionseliten und die eigentlichen Eliten einen überproportional starken Einfluss auf die Verteilung staatlicher Gelder haben. Ja. Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im besten Fall wird unser Land sogar gerechter. Der Staat macht nur noch das Nötigste, gibt die Gelder transparenter aus und verschwendet weniger. Ich selbst entscheide, was mit meinem Geld geschieht. Das gibt mir mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung. Weil jeder und jede selbst auf sich achtet, geht es am Ende allen gut. Also eine Welt ohne Steuern. Gabor, kannst du dir das vorstellen? Na, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig. Für mich hat die Rechnung einfach zu viele Unbekannte. Ich frage mich schon, was ist, wenn plötzlich was passiert, irgendwas Unerwartetes, und da finde ich es gut, wenn ich mich auf den Staat verlassen kann. Ja. Ja, so wie im Ahrtal. Also. Ja, also es ist wirklich Kritik am Status quo, die jetzt auf uns projiziert wird. Ja. Geld und Steuern. Große Themen, und wir merken ja auch Themen, über die man gut streiten und diskutieren kann, gerade wenn es um die Frage geht, was eigentlich gerecht ist. Im Podcast Absolute Mehrheit von Funk ist das auch immer wieder Thema. Da erzählen Politikerinnen und Politiker, was sie tun würden, wenn sie allein entscheiden könnten. Da geht es auch um bezahlbare Wohnungen, um Aktien oder um Schulden. Findet ihr in der ARD Audiothek, so wie uns auch.
Ja, wie findet ihr eigentlich das jetzige Steuersystem? Ist das gerecht oder habt ihr ganz andere Ideen? Schreibt uns das gerne an malangenommen@tagesschau.de. Ja, und da freuen wir uns auch über Feedback und Themenvorschläge. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, ich muss sagen, also für einen ÖRR-Beitrag war das sehr gut. Also. Ja, also ich denke, man merkt es auch daran, dass wir, ich glaube, diesmal deutlich mehr in die Tiefe gegangen sind als beim Reaction auf die Reschke TV oder wie das heißt. Und das ist auch der Qualität von dem, was sie diesmal vorgeführt haben, zu verdanken. Also die haben halt wirklich mal einen, der wirklich diese Position, also den Herrn Heuermann, interviewt, dann haben die auch Leute, die sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, also Experten für Steuern sind, interviewt. Was mir nicht klar war, war der letzte, diesen Lehrer, das war jetzt ein bisschen, Lehreranwärter. Das war ein bisschen so, als würde man irgendjemanden aus der Straße rauspicken. Das war jetzt nicht klar, was die jetzt genau inhaltlich beitragen sollte. Ja, also der war irgendwie so ein bisschen der anders ist als die anderen. Aber ich würde natürlich mit der Schlussfolgerung, sage ich jetzt mal, die gezogen wird, jetzt nicht mitgehen. Oder von den beiden jetzt gezogen wird, nicht mitgehen. Aber ich meine, ich finde, das ist zumindest mal eine faire Darstellung. Und ich würde jetzt auch die Kommentare, die wir halt gemacht haben, so, dass wir halt eben einige Behauptungen, die aufgestellt wurden, nicht für richtig halten. Aber ne, also es sind, also ich würde behaupten, dass sie sehr fair waren und das ist von einem ÖRR-Beitrag nicht selbstverständlich. Ja, also das ging jetzt nicht nur um Move Roads, was wir gebracht haben, sondern das ging jetzt mehr um die Werte, die dahinter stehen, wie sie es versucht haben zu argumentieren. Wobei das natürlich auch auf Voraussetzungen beruht hat, die wir eigentlich dann hinterfragt haben, dass es eigentlich doch kein Wertekonflikt ist. Ja, aber ne, so, also Lob geht raus, ja. Also es ist, war nicht schlecht. Genau. Dann wollen wir uns mal für die Aufmerksamkeit bedanken, oder? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Servus. Ciao, ciao.